Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Anywhere Sin in dieser wundervollen Mission mit 8000 UFOs. Wir kennen jetzt so in etwa schon die Aufstellung der Außerirdischen. Ist nicht ganz fair, aber ohne Kack. Scheiße, stehen die Kacke. Deshalb, ich denke sogar, es wird am besten sein, wir werden übers Dach gehen. Die Alternative wäre hier oben über die Flanke, aber ich finde, dann habe ich hier die Deckung, da eine volle Deckung und der Rest ist alles halt so. So ein Mist. Da können wir lieber versuchen, ihn mit der Schredderrakete relativ weit nach vorne zu bringen. Ja, ich höre das. Position bestätigt. Chipati. Bleib da stehen einfach. So, der Sniper geht dahin. Du mit der Laserrifle da oben hin. Und du daneben. Guck mal eben, was der Motion Tracker sagt. Motion Tracker sagt, alles ist kacke da oben. Feiern wir Glück und einer von denen guckt aufs Dach. Immerhin haben wir den Meld gerade aktiviert. Na, wahrscheinlich bewegen die sich einfach gar nicht mehr. Miep, miep, miep. What the hell was that? Heading out. Komm, wir gucken einfach mal. Das ist nämlich genau das, was ich erwartet habe. So, jetzt verkrümmeln wir uns, weil die beiden da unten in den Overwatch reingegangen sind. Hauptsache, wir pullen nicht die anderen. So. Einer trifft, einer versagt. Na, es ist eh ein Shotgun-Schuss. Man muss es halt versuchen. Mal sehen, ob die Taktik jetzt ein bisschen besser aufgeht. Damit kann ich leben. Ohne Scheiß. Kann nicht wahr sein. Bitte nochmal eins zurück. Wann werden wir eine Smoke-Granate lieber noch schmeißen? Nachdem wir die gepult haben. Oder? Na gut, wir opfern ihn ein bisschen, damit er ein bisschen schreddert da unten. So, Sniper. Schaltet den da vorne aus. Du siehst jetzt gerade gar nichts mehr, ist aber okay. Du rennst mal eben vor.
Ich finde gerade interessant, dass ich die anderen nicht gepult habe aus Versehen. Da habe ich echt 100% Trefferchance auf die UFOs. Boah, sehr schön. Komm, als nächstes ihn. Dann spielen wir jetzt offensiv, komm. Boah, da sieht die Cyberdisk mich. Gott sei Dank. Hast du mal Schwein gehabt, Boom? Oh nein, und so. Ohne Kack, ich habe da 80 Leute schon an der Seite stehen. Aber der sieht denn jetzt, ne? Knall die Disk weg. Ist keine Bedrohung mehr. So, von dir brauchen wir gleich den... wen kannst du mal ein bisschen anpumpen? Pump mich mal nochmal auf. Noch ein Shotgun-Schuss. Okay, das war nix. Yes, Commander. Throwing grenade. Ja, es ist nur noch Air ready. Da machen wir es so, dass wir ihn hier vorne hinstellen und schmeiß die Smoke-Granate und so kriegen wir alle 5 rein in die Smoke und dann möge uns Gott helfen. Oh. Nein! Was ist los? Nein! Das ist nicht richtig! Das ist nicht richtig! Wenn ich mich opfern muss dafür, dass wir so viele von den Gegnern plätten können, dann ist das so. X-Ray on the move, they're flanking us. Nee. Wenn wir die zweite Truppe pullen, haben wir verloren. Ist also auch nicht das Optimalste. Müssen wir uns anders positionieren. Wir dürfen nicht an die Ecke reinstellen. Jetzt machen wir hier wirklich schon Pi mal Daumen. Scheiße. War es dann der hier? Müssen wir wieder von den Autosaves gucken. Boah, jetzt will er mich wieder verarschen. Den hatten wir doch auch schon geladen. 15-2. Ne, das ist der richtige. Gut. Okay. Target acquired. Genau, ganz ruhig, seid entspannt. Wir versuchen einfach nochmal die Schredder-Rakete. Die war ja nicht verkehrt, auch schon beim ersten Mal. Wir dürfen halt nur keinen hier rechts hinstellen. Geh zum Angriff über. So, der Sniper schaltet ihn aus, wenn möglich. Scheiße, diesmal... fehlt uns da ein bisschen was. Wir haben diesmal auch nicht so viel vernichtet wie letztes Mal. So, das war schon ganz gut. Du gehst wieder hier hin.
Dann versuchen wir mal, wie viele wir mit der HE jetzt treffen. So, da haben wir noch ihn und ihn ready. Mit ihm können wir noch einen anderen zum Schuss animieren. Und er wird später die Smoke schmeißen. Das ist wieder gut. Beziehungsweise kann der auch schon jetzt machen. Und ich sehe gerade, ich stehe natürlich zu weit außen. Der hat noch ein HP. Okay, er muss auf den rechten gehen. So, animier den Doc. Den Pitbull. Jetzt müssen wir einmal einen kurzen Zwischenspeicherung machen. Weil das muss ein kritischer Treffer werden. Scheiße. Okay, ich guck mir noch einmal, was er macht. Komm, bitte! Fick dich, du Mistvieh! Damit kann ich leben. Und der ist ein perfektes Ziel für meinen Rookie. Wenn sie nicht daneben schießen würde. Ach, der steht in dem scheiß Rauch mit drin. Deshalb können wir ihn gerade so schlecht treffen. Wird dann wohl doch eine Nummer für den Assault sein am Ende. Ja. Okay, ich habe keine Munition mehr. Danke. So, weg vom Rand bitte. Weil wir haben da unten ja noch Gegner stehen. Da links. Deshalb müssen wir uns jetzt so ein bisschen aufstellen, dass wir nachher da links runter gucken können. Let's do this. Rücke aus. Okay. Back online. I'm on it. Aber ein Treffer kassieren, damit kann ich sehr gut leben. Das war nicht so verkehrt. So, du lädst auch schon wieder nach. Du musst auf jeden Fall gleich auch nochmal eine Heilung machen. Du wartest da erstmal. Du gehst ruhig in den Overwatch. Und unser Rookie stellt sich erstmal dahin. Am besten wäre, die würden mal einen hier hochschicken. Boom, bleibt da stehen. That's affirmative. Moving to position. Dann kommt nämlich der Medic an dich ran. Der heilt dann erstmal deine Wunden. Medkits fix everything. Calm down. Ich glaube, das sind dann da unten auch die letzten. Da wird nicht noch eine Gruppe irgendwo rumstehen. Die stehen genau hier drunter. Moving to position. It's Witz.
Bleibt erstmal alle hier stehen. Ach, das war's mit dem Meld. Ich würde glatt sagen, lass uns doch einfach direkt den Raketenschützen. Ach, der kommt gerade nicht an die Ecke. Naja, wo der Meld jetzt eh weg ist, dann können wir auch eine Runde länger warten. Ich könnte sogar einfach eine Granate runterschmeißen und ich würde sie wahrscheinlich treffen. So, die stehen leicht rechts von mir. Wo sind sie? Da. Dann gehen wir da hin. Dann pullen wir die gerade. Ne, wir pullen die gar nicht, weil die uns nicht sehen. Boah, das kannst du mir nicht antun, dass der Schuss geblockt wird. Die denken nur, what the fuck? Irgendwo kam eine Rakete von oben. Rücke aus. Er ist ausgeschaltet. Boah, töten wir jetzt alle ohne Gegenwehr. Copy that. Bester Moment in meinem Leben. Mürgemüge. Lassen wir ihn da einfach erstmal stehen. Ich weiß, da unten ist noch einer. Tja, blind Gegner getroffen. Und der Proof macht den letzten. Aber was für eine scheiß Operation, ey. Da fällt dir nichts mehr zu ein. An exemplary performance. Let's hope all of these operations go as smoothly as this one did. Der Carsten hat schon 14 Missionen gemacht. Und ich habe 6 gemacht. 17 Kills. We will be in touch, Commander. So, damit wurde die in Südafrika ein bisschen was geklärt. Muss mal eben kurz gucken. Ach, die sind auch nichts wert. Wäre natürlich geil gewesen, wenn die abgesägten Schrotflinten wert hätten. Moment, wir haben 258. Da sind wir noch über am Buddeln. Dafür brauchen wir noch mehr Energie. Wir können das Genetiklabor bauen, aber ich möchte das hier nicht haben. Da soll der nächste Satellitenablink hin. Und hier unten müsste der Energiegenerator hin. Wir haben also zu wenig Platz für alles. Yeah, Exoid Mission. Excellent. We look forward to seeing your progress. So, nehmen wir die Besten der Besten mit einfach. Alle mit einem relativ guten, mit einer guten Treffsicherheit. Sie müssen jetzt nicht ihrer Klasse entsprechend spielen. Zum Beispiel die Assaulter, die können gerne mit einer Laser Rifle rumrennen. Dann nehmen die halt die abgesägte Schrotflinte aufs Backpack. So, Targeting-Modul. Scope.
Medic, Laser Rifle, normale Phalanx Armor. Nimm ruhig die Laserpistole. Targeting-Modul und auch den Scope. Da hat der 4,92. Dann haben wir auch den Frost. Ein guter Rocketeer-Mensch. Obwohl, jetzt wäre es irgendwie schade, dass wir noch ein Targeting-Modul übrig haben und das gar nicht einsetzen. So, du hast 78. Du hast so eine aktuelle Bewaffnung. Plus 4 hier raus. Nimm mal das Targeting-Modul noch mit. Rakete bleibt auch erstmal so bestehen. Und dann gehen wir halt in die Exoid-Mission rein. Und dann werden wir feststellen, dass in Australien die Basis ist und werden dann nächstes Mal die Basis ausheben können auch schon. Nach dieser Mission, wenn wir... Wir wissen ja, Exoid-Missionen klappen immer wunderbar bei mir.